Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landkreis Rostock. Wir sind im neuen Tag, 2. Juli. Halt mal ein bisschen langsamer und wir sind beim Grashäckseln. Ich habe die Wiese 37 schon fertig. Habe um 7 angefangen, sag mal bis 12.30 Uhr. Muss sagen, 3 Schlepper reichen nicht. Um die Wiese durchgehend zu. Also das durchgehend der Häcksler fährt, funktioniert nicht. Wir sind jetzt hier auf 60 und 55 unterwegs. Mit allen 3 Schleppern und den Häcksler. Und ich sag mal, vielleicht 9,8, 9,7 Tonnen im Durchschnitt wird das bestimmt sein. Wir hatten beim letzten Mal ja Weizen gedroschen. Hab jetzt soweit alles runter, was reif war, was Weizen war. Ein Feld ist noch offen. Und da haben wir irgendwas bei einem Durchschnitt 12,3 Tonnen. Ich habe das mal ausgerechnet, Feldgröße und Menge. Wie gesagt, nach dem Häckseln würde ich gerne vielleicht heute noch machen, würde ich gerne Ballen pressen. Weil ja nicht heute, am 3. Juli, am 4. Juli soll es regnen, der 4. und der 5. Und da würde ich auch gerne das Stroh drin haben. Warten wir mal auf einen neuen Abfahrer. Ich sag, das brauchen wir auch für diese Heutrocknung, Silageproduktion. Das Stroh brauchen wir, um Heu zu machen. Achso, wartet mal. Hier drüben, ich hatte ja den Ölrettich, die Textur oder Dings ausgetauscht durch das hier. Wie gesagt, hier steht zwar jetzt Ölrettich, ist aber die Textur habe ich alles mal ausgetauscht. Sieht doch mehr nach einer Gründüngung aus. Finde ich schicker. Wie gesagt, wir wollen jetzt hier so schnell wie möglich die beiden Wiesen noch runterbekommen, dass wir dann geradeaus sehen wir schon. Mit Pressen noch anfangen, dass wir vielleicht im übernächsten Tag vormittags die Ballen reinholen, nachmittags den Hafer dreschen. Und dass wir vielleicht den Hafer vor dem Regen noch reinbekommen. Wäre top. Und dann müssen wir weiter gucken. So ist jetzt bis jetzt der Plan. Und ich würde mal sagen, wo fährt er denn hin? Er soll doch verkaufen. So, machen wir den nochmal voll. Dann haben wir eigentlich alle Vorgewendebahnen weg. Hier die Kurve fahren wir mal ein bisschen langsamer. Wie gesagt, der Häcksler hat der auch. Warte mal, ich mach mal. Ah, auf jeden Fall da unten. Habe ich auch die Anhänge in Prozenten und in Literzahl. So kann ich sehen, wie voll der Anhänger ist. Das ist ja auch immer top. Wie gesagt, ich würde sagen,
Ich nehme euch in der Außenansicht mit und hexen wir den ganzen Kram mal hier fix runter. Mal gucken, ob wir das in dieser Folge schaffen, beide Wiesen. Vielleicht noch zum, dass wir in die Ballenpresse kaufen fahren. Dass wir dann in der nächsten Folge mit Ballenpressen starten können. Komm, fahr schön rückwärts. Dann nehmen wir die Bahn hier gleich mit. So, dann machen wir den noch schnell voll und dann gehen wir in Zeitraffer über, würde ich sagen. Dann hexen wir mal die beiden Wiesen ganz schnell runter. Prozent. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. You told me there'd be better days and nothing that can pull us under. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fighter. We fade, but we're better than that. We're better than that. So are we holding on, holding on? Now, seems like we're back on stop ago. I go red and you go red before it turns to red. It's true. Now, I hope that we could work it out. We'll never be enough for you.
I got up, went to work just to get back home and repeat. Before you, I just felt nothing. I didn't dare to take risks. Now we be staying up all night. We don't have to sleep cause we're crazy in love, yeah. Oh, even if we start to fight, we know we can work it out, baby. Smile.